dass ich den Tag noch erleben darf. Ihr habt es am Titel gesehen, wir spielen heute ein FNAF-Fangame, das eigentlich komplett gecancelt war. Schon seit Jahren. Hierbei geht es um Fredbear and Friends 3.0. Vor 2 Jahren hat der Entwickler hier zum letzten Mal gepostet und gesagt, yo, ey, sorry, ich werde das Game nicht fertig machen. Aber wisst ihr überhaupt, wer dieser Entwickler ist? Das hier ist der Entwickler von Fredbear and Friends Reboot und von The Fredbear Archives. 2 der beliebtesten FNAF-Fangames, die wir jemals hier auf diesem Channel gespielt haben. Und ich habe mich damals unfassbar gefreut auf Fredbear Friends 3.0. Dann wurde es gecancelt und jetzt hat er sich entschieden, die Testversion doch noch rauszuhauen. Die soll sogar recht gut sein. Wir schauen sie uns heute an. Ich bin mega gespannt, was in diesem leider gecancelten FNAF-Game auf uns wartet. Direkt eine Vorwarnung. Das Game hat leider kein richtiges Ending. Das ist logischerweise nicht drin, weil es ist eigentlich gecancelt. Aber wir schauen es uns trotzdem an. Ich glaube, das ist richtig, richtig cool. Und vergesst ihr nicht, heute Abend in meinem Shop vorbeizuschauen. Heute ist der 13.07., wenn ihr das Video pünktlich schaut. Und heute kommt endlich mein neuer Sommerdrop raus. Wir haben einen Strandball, wir haben ein T-Shirt, wo ihr euch die Farbe sogar aussuchen könnt. Wir haben eine Sonnenbrille, wir haben eine Autogrammkarte und die erste Version von meinem eigenen Getränk kommt in diesem Sommerdrop raus. Heute Abend, 18 Uhr, in meinem Shop. Erster Link in der Beschreibung. Wir haben wie immer nur 500 Pakete. Wenn die weg sind, sind sie weg. Wir sind immer sehr schnell ausverkauft, deswegen schaut gerne mal rein. Und wir gehen jetzt rein in Fredbear & Friends 3.0. Ich meine, allein das Hauptmenü, Freunde. Schaut euch das mal an. Da hinten sind irgendwelche Kabel oder so, die hin und her schwingen. Wir drücken einfach mal auf Play. Ihr seht, wir haben hier, oh, ein 15 bis 20 Minuten langes Intro, bevor es ins richtige Game geht. Okay, warte mal. Wie lang ist denn diese Testversion? Ich habe keine Ahnung, wie lang diese Testversion ist. Wir skippen mal nicht das Intro. Wir schauen es uns mal an. Oh, wir starten hier irgendwo mit einer Kamera. Wir öffnen eine Tür oder so. This isn't exactly what I thought of when you said in decent shape. No yeah, video. This place fucking stinks. Audio only. What were you guys expecting? Mm. This place hasn't been touched in what, 40 years? Wir sind mit ein paar Freunden in irgendeiner Location. Dude, have a look around. Oh, jetzt können wir was sehen. We've been to far worse. Most of the equipment lying around the place is probably still functional. Oh, aber wir können die Kamera nicht selbst bewegen. The party rooms are in extraordinary condition. Almost as if someone was looking after this place. Alter, was ist mit der Kamera los? Okay. Balloons don't stay inflated for 40 years. Correct me if I'm wrong. Correct, which means somebody was here before us. Okay. There's plenty of them hanging up in the stage areas. Someone's been partying here. That's rich. Irgendwer hat hier eine Party gefeiert, ja, ja. There's got to be a power room around here or something. I'll have a look in one of the storage rooms. Gotta be something interesting in there. I'll just hang around. Just hang around? Just hang around. Right. Tom, why don't you check out the office? Okay, I'll do that. Wer ist Tom? Wer bin ich denn überhaupt? Bin ich Tom? Bin ich Richard? Remember to put your masks on. There's a pretty bad gas leak all over the place. Masken auf. All right, everybody. Let's get Atemmasken. Okay, auf geht's. Oh. Wer bin ich denn? Oh, hi. Hübsche Maske, Bro. Okay. Also, wir sind in irgendeiner Fredbear & Friends Location offensichtlich, die wir hier untersuchen wollen. Wir sind mit ein paar Freunden hier, um mal zu schauen, was hier so abgeht. Immer dem Übernatürlichen auf der Spur. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Alter, sieht übel gut aus. Leute, ich bin so sad, dass dieses Game gecancelt wurde. Ich sag's euch ganz ehrlich. Alle Games, die von dem Entwickler rausgekommen sind, waren alle solche Banger. Die waren alle so gut. Und selbst wenn das hier jetzt nur so eine Test-gecancelte Dings-Demo ist, wird es garantiert mega nice werden. Wir schauen uns einfach mal um. Ich habe keine Ahnung, wer ich jetzt bin und was meine Aufgabe jetzt ist. Kann ich Türen öffnen? Oh, ich kann mich so nach rechts und links lehnen. Okay. Oh, ich kann zoomen, aber ich kann nicht Türen öffnen. Okay. Oh. Oh! Alter, sieht das krass aus! Guck mal, jetzt chillen unsere Freunde. Yo. Das ist Richard hier. Der hier ist Richard. Wer ist das hier? Press F to interact. Okay, ich kann mit denen interagieren. Machen wir gleich, machen wir gleich. Ich will mich gerade erst noch ein bisschen umschauen. Was ist hier? Oh.
Okay, warte, wir können hier lang. Also hier liegt einfach nur ein bisschen Müll rum, haben wir gerade gesehen. Da vorne ist der Vorhang an der Hauptbühne. Ach, da hinten, das ist ein Schatten. Alter, hier habe ich mich gerade erschreckt. So, hier ist ein Arcade-Automat, der irgendwie am Glitschen ist. Hier ist so ein kompletter Spielplatz hier drin. Alter, ein richtiger Indoor-Spielplatz komplett. Hier ist noch eine Bühne. Bonnie und Chicas Bühne. Okay, Bonnie und Chica mussten sich also eine Bühne teilen. Und dann haben wir hier Freddys Bühne, oder was? So wie das ausschaut. Freddys eigene Bühne. Ja, Freddy mal wieder hier bevorzugte Behandlung, oder was? Der hat seine... Ugh. Dann ist das hier wahrscheinlich Foxys Stage. Ja, Foxys Pirate Cove. Ich schaue mich erst noch ein bisschen um, bevor ich mit allen rede. Wir können uns ja scheinbar auch mit denen unterhalten. Okay, was haben wir hier hinten? Das Büro? Ja, hier ist das Büro. Oh, Ashley macht den Strom an. Huh. Let's go. Okay. Nicht viel hier zu sehen. Ich sollte zurück zu Tyler gehen. Ja, mache ich gleich. Warte mal, ich bin noch nicht fertig hier. Kann ich? Okay, ich kann mich nicht ducken. Ich dachte, ich kann vielleicht in diese Vents rein. Hier liegt ein Tape. Das können wir aber nicht aufheben. Ey, das Game sieht so gut aus. Wirklich. Oh, was ist hier? Hier geht's noch in ein oberes Stockwerk, aber der Weg ist versperrt. Und hier ist noch irgendeine Hintertür oder so. Hier können wir aber auch nichts mehr... Oh, hier ist ein Schalter. Warte, kann ich den umlegen? Einer der vielen komischen Hebel hier. Okay, ich kann ihn nicht umlegen. Kann ihn quasi nur untersuchen. Hier ist ein Spind. Wo wir uns drin verstecken können. Gut zu wissen, gut zu wissen. So, wo komme ich hier jetzt hin? Hier ist irgendwo der Generatorraum, hä? Hier ist noch irgendein Hinterzimmer. Hier ist noch irgendein Gang, der halb versperrt ist. Und hier sind wir zurück im Hauptbereich. Oh, die Bühne ist aufgegangen. Das Licht ist auch an. Warte mal, hier hockt jemand. Ist das Ashley? Yo, Ashley, was geht ab? Ah. Tyler hat schon seit Monaten Bock, hier hinzukommen. Und jetzt versteht sie, warum. Okay, warum? Warum sind Spring Bonnie und Freddy nicht auf der Bühne? Das kann kein gutes Zeichen sein. Was haben wir hier? Alter, ist das verschachtelt hier. Hier ist nochmal so ein Hebel. Ich habe langsam das Gefühl, dass wir irgendwas mit diesen Hebeln machen müssen. Gleich irgendwann. Hey, bud. You found anything yet? Grüß dich, Chris. Oh. Ich bin Thomas. Aha! Wir sind Thomas. Chill mal, Tyler. Alles cool. Genau, beruhigt euch erstmal. It's been a year since we've last hung out like this. Let's try and make it worth our time. Genau. Alright, alright. I'll just look around for a bit. Whatever. Wir sind noch lange nicht fertig mit erkunden. I heard you say something about some file cabinets. Yeah. Look out for some documents in them. Those could be really nice to have. Okay. I myself have found some super old animatronic manuals and stuff. It's pretty rad. Sure, I'll do that. Alles klar. Okay, ich soll mal nachschauen. Wir haben irgendwelche Aktenschränke scheinbar gesehen. Da sollen wir mal gucken, ob wir irgendwelche Dokumente da drin finden können. Alles klar, dann schau... Was ist das hier für eine Bühne? Was, Keine Ahnung, wem diese Bühne vielleicht gehört. Prototyp Fredbear? Wahrscheinlich, oder? Hier ist nochmal so ein Hebel. Ich merke... Wir müssen uns schon mal merken, wo die Hebel sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir gleich durch dieses Tutorial durch sind, wir irgendwas mit den Hebeln machen müssen. Hier sind Notizen. 13. November 1979. Nach den Folgen des Events wurde Fredbear aus dem Restaurant komplett entfernt wegen Sicherheitsproblemen. Und bis zu diesem Tag ist er sicher gelagert im Miles Ahead Storage und Distribution Warehouse. Da spielt Fredbear Archives. In Miles Ahead Storage, da drin spielt das Fredbear Archives Game. Ja, und mit anderen Prototypen, die Rockstar Animatronics sind auch da. Also Fredbear ist da drin eingesperrt und die Rockstar Animatronics, mit denen haben wir es dann zu tun in Fredbear Archives. Mega cool. Es ist unbekannt, wann und ob Fredbear überhaupt jemals wieder zurückkommt, aber ein Ersatz wird diese Woche oder wird demnächst vorgestellt bei der großen Wiedereröffnung. Okay, bei den vorhin erwähnten Prototypen. Wir wissen noch nicht, was denen ihre Aufgabe sein wird, aber sie kommen nicht in den anderen Restaurants dazu. Also die Rockstar Animatronics sind nicht als Plan, dass sie irgendwo hinzugefügt werden. Okay, vielleicht ein Neustart
Neustart mit einem neuen Restaurant? Das würde nicht viel Sinn machen. Fredbear ist schließlich komplett überarbeitet und neu eröffnet, wie wir gerade gelesen haben. Aber eine Sache ist sicher, wir haben schon viel zu viele von diesen Dingern hier, als dass wir mit denen umgehen könnten. Whoops, aus Versehen aus dem Game getappt. Perfekt. Okay, sehr interessante Dokumente hier. Hier ist noch irgendein Tape-Player. Hier sind noch mehr Dokumente. Puh, warte, hier hinten lag auch ein Dokument. Let's go. Was steht hier? Große Wiedereröffnung. Grüße, Mitarbeiter. Oder Grüße, liebe Angestellte. Ich freue mich... Oh, Leute, manchmal fällt es mir so schwer, von Englisch auf Deutsch zu übersetzen. Ich freue mich, ankündigen zu können, dass wir endlich die Location neu eröffnen. Neue Regeln und Guidelines gibt es nun, also macht euch mit ihnen vertraut. Wir haben jetzt neue Animatronic-Maskottchen. Marionette, also Puppet, Foxy the Pirate und Spring Bonnie, neuer Bühnenpartner, Spring Freddy. Also Fredbear ist raus, weil er zu gefährlich ist, also haben wir jetzt Spring Freddy. Abseits davon haben wir auch alle existierenden Maskottchen neu designed, den kompletten Look vom Restaurant überarbeitet und drei neue Bühnen hinzugefügt für Marionette, Foxy und Freddy. Ah, okay. Also ist die Bühne, die wir eben gesehen haben, wo wir nicht wissen, wem sie gehört, die Bühne von Puppet. Neue Arcade Machines wurden auch hinzugefügt, bla bla bla. Okay, cool. Nice. Nice Infos. Gut zu wissen. Was haben wir hier noch? Noch ein Zettel. Hey, Scott! Alles in Ordnung? Ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört. Freut mich, dass du endlich wieder arbeitest, denn wir brauchen echt dringend Hilfe im Moment. Jeder ist echt ein bisschen angespannt wegen dem, was passiert. Unsere Roboter haben echt ein paar Bugs und niemand weiß warum. Sie verhalten sich gefährlich. Gegen alles, was lebt und atmet, sind sie aggressiv. Wir haben einige von ihnen mit Backup-Modellen ausgetauscht. Die haben auch für ein paar Wochen super funktioniert und dann sind sie genauso durchgedreht wie die anderen Modelle. Jedes Mal, wenn unsere Mechaniker versuchen, sie zu reparieren, hören sie Tage später auf, richtig zu funktionieren. Irgendjemand sabotiert das hier. Ich bin mir sicher. Und es ist definitiv einer von den Angestellten, weil niemand sonst die Möglichkeit oder die Fähigkeit hat, mit den Programmen so umzugehen. Wir brauchen dringend mehr Security, mehr Sicherheitspersonal an diesem Ort, denn gerade haben wir gar nichts. Okay. Vielleicht sind es auch die Kinderseelen in den Animatronics. Okay, noch eine Notiz. 17. April 1982. Hat noch jemand anderes diese komischen Geräusche gehört, die aus den Vents kommen? Sie werden jeden Tag lauter. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, wie lange das schon so ist, aber es macht mir langsam ein bisschen Sorgen. Das letzte Mal, als ich was von Aaron gehört habe, hat er ein paar Leute losgeschickt, um nachzusehen, was in den Vents los ist, aber sie haben nichts gefunden. Viele sagen einfach, dass die Geräusche von Ratten halt kommen, die sich da drinnen bewegen, aber selbst das wäre schon bedenklich, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Ich arbeite hier schon seit einer Weile und ich habe noch keine einzige Ratte hier gesehen. Nicht in den Vents und auch nicht außerhalb von den Vents. Ratten waren vielleicht früher ein Problem, aber sie sind jetzt definitiv kein Problem mehr. Aber was ist schon da drin? Vielleicht wohnt eine Person in den Vents oder ein großes Tier? Wie auch immer, ich mache mir langsam Gedanken um diesen Job. Es war sowieso schon gruselig hier zu arbeiten, wegen den Vorfällen, die hier im letzten Jahr passiert sind. Und jetzt wird's garantiert nicht besser. Um die Night Guards mache ich mir besonders Sorgen. Ich würde niemals eine Sekunde alleine an diesem Ort verbringen. Ja, verstehe ich auch nicht, wie man als Night Guard hier arbeiten kann. Wir haben noch einen Zeitungsbericht. Der Fredbear Stalker. Letzte Woche war das weltberühmte oder das... United, was? UK? Ist Fredbear & Friends in England? Okay, wie auch immer. Auf jeden Fall musste Fredbear & Friends temporär schließen, nachdem sich ein paar Kunden über einen Mann beschwert haben, der die Kinder verjagt und ihnen Angst gemacht hat und damit gedroht hat, sie umzubringen. Als die Polizei angekommen ist, haben sie es nicht geschafft, den Verdächtigen zu finden, obwohl man nicht sehen konnte, wie er das Restaurant verlassen hat. Überwachungskameras haben gezeigt, oder haben besser nicht gezeigt, keine Hinweise, wohin dieser Mann verschwunden ist. Es wurde bis jetzt noch nicht bestätigt, aber manche nehmen an, dass das der Mann ist, der schon vor einiger Zeit der Polizei gemeldet wurde, weil er Kunden des Restaurants gestalkt hat. Es ist wenig über ihn bekannt, wenig ist über seine Motive bekannt oder über seine kriminelle Vergangenheit. Das Einzige, was sie über diesen Mann wissen, ist, dass sie ihn oft in abgerissenen Klamotten sehen, mit einer Kappe, blauen Jeans und Ende. Okay, das sollte Tyler zufriedenstellen. Okay, oh, warte, was ist das hier? Ein alter Tape-Player, vielleicht funktioniert der noch. Okay, wir haben scheinbar genug Notizen gefunden, dass wir Tyler erneut Bericht erstatten können. Erzählen wir ihm mal, was wir so gesehen haben. Hallo? Geisterjagen macht Spaß, natürlich. Alte verlassene Location, gruselige, creepy Animatronics. Aber irgendwie sind die Animatronics nicht hier. Tyler? Oh, das ist Richard.
feels unnaturally dark. Unnatürlich dunkel. Vielleicht sollte ich die Helligkeit ein bisschen hochstellen. Okay, wo ist Tyler? Tyler ist hier nirgendwo. Ah, hier hinten. Das ist er doch. Tyler. Hey Tyler, I found some... Was ist los? What is it? I picked up something on my EVP device. A voice. Er hört eine Stimme. It's really hard to tell what it's saying. It sounds like a little girl. Ein kleines Mädchen kann er hören. You're hearing things right. Come on, man. I'm telling you, I know what I hear. Yo, chill. Sure, spooky. Yeah, yeah. I'll just record the audio then. I'll let you guys have a listen when you're back. Anyways, you were saying? Oh yeah, I found a lot of interesting stuff. Einige Notizen. I've got a newspaper fragment mentioning some Red Baron friend stalker. Stalker? Bingo! Take it! We'll have a look what's done with all this. Okay. Sure, but what do I do next? Hmm, what about audio and videotape? I think I might have seen a couple. Those could be really cool to collect. All right, sounds good. Audio- und Videotapes haben wir ja gefunden. Wir wissen schon, wo so ein paar Tapes rumliegen. Schauen wir mal, ob wir die auch einsammeln können. Ich liebe es ja so, wenn sich Leute so richtig Mühe machen in diesen Fangames und wir wirklich auch Lore quasi haben. Ja, wenn wir so Notizen finden können, wo wir dann Hinweise noch finden darauf, was hier in der Vergangenheit passiert ist. Oder, oh, hallo, I already have a tape. Kann ich immer nur ein Tape abspielen oder was? Aha. The other employees aren't the nicest people I've come across. Pretty bad atmosphere. Tons of kids running in and out of my office. And just general boredom. Okay. I've been working the day shift so far, but I'm switching to night shift next week. Okay, jemand, der jetzt die Nachtschicht arbeiten wird. Although I heard one of the guards here left their job after they got switched to it. Don't know why, and I don't see why they would either. I mean, if there's one good thing about this job, it's the payment. And all I do is sit here for a few hours staring at a computer screen. Also er wird zum Night Guard. Irgendwer, der die normale Tagschicht... Was? Richard ruft? Richard hat was gefunden? Was hat er gefunden? Richard? Oh! Eine Freddy Animatronic. Let's go! Ja, er sieht ein bisschen mitgenommen aus, das stimmt. Ein Relikt, sagt er, ey. Stimmt. Chris, I know you're probably hiding behind a corner waiting to scare us. Not funny anymore. Chris? Whatever. He might have just left. Didn't seem all that interested anyway. Also jemand fehlt, ist mir gar nicht aufgefallen. His loss. We're probably better off without him. I'll have a look and see if I can find him anywhere. You guys keep looking out for stuff. Okay. Wir haben eine alte Freddy Animatronic gefunden und einer unserer Freunde wird vermisst. Natürlich. Chris, der war eben noch hier, ne? Also eben saßen hier vorne ja drei Leute, während Ashley beim Generator war. Ich schau mal, ob ich ihn finden kann, aber erst war hier noch ein... Chris? Chris? Is that you? You've done this way too many times, man. You just don't get bored, do you? Er hatte ein Messer in der Hand, oder? Warte, aber hier ist noch ein Tape. Ich will mir eigentlich... Eigentlich will ich mir das Tape erst noch anhören. Warte. Our company's not doing very well right now. Der Firma geht's nicht gut, ja? Way too much bad shit happening here. Vielleicht wegen den mörderischen Animatronics. Stalker guy that we still haven't caught after what? 5 years? Yeah, that's another problem. We've got a bunch of new competitors too now. If only our animatronics didn't break down every other day and nearly kill our customers, we'd still be at the top of the game. Tja, mit mörderischen Animatronics wird's schwierig. If we don't do anything about this, we'll close down in a matter of weeks. Sieht schlecht aus für Fredbear and Friends. Okay, aber schauen wir mal, was mit Chris los ist. Der kam hier raus und es sah aus, als hätte er ein Messer oder so in der Hand. Definitiv nicht gut. Chris? Chris, da steht er doch.
Chris, was machst du? Chris? What are you doing? Tom? What? I thought I just saw you walk in here. Huh? You were trying to scare me? Really? Where are the others? The wrong one of the party. Sie sind hinten, ja, ja. Found an animatronic. Then who just walked right past me? Uh-oh. You heard that. Irgendwas ist im Vent. Sounds like a lot of rats up in that vent. Das sind keine Ratten. Whatever. That could have been literally anything. In dem, da ist ein Vent. Some rubble, I don't know. Yeah, all right. I gotta let the others know you're still alive. They're not too happy about you. Pass bloß auf dich auf, Bro. Ich sag den anderen Bescheid. Bleib da stehen. Leute, ich hab Chris gefunden. Er denkt, es sind Ratten im Vent, aber es sind... Wo sind die anderen? Anyone there? Wo sind die anderen hin? Leute? Warte, wo ist Chris? Ist Chris noch da? Chris ist auch weg. Warte, vielleicht sind sie ins Büro gegangen. Vielleicht sind die anderen ins Büro gegangen, hoffentlich. Oh! Richard, is that you? Ich habe doch eine Taschenlampe gesehen. Leute? Leute, wo seid ihr? Hä? Wo sind alle hin? Oh no, oh no, oh no. Ich meine, ich habe doch hier gerade eben das Licht gesehen, oder nicht? Richard? Oh! Rich! Holy fuck! Richard! Oh shit. Wo sind die anderen? Warte mal, kann ich... Okay. Ich höre Schritte. Oh, ich kann nicht durch die Tür? Muss ich hier lang zu... Nee. Telefon klingelt. Hallo? Hello? Who is this? If you want to survive. Oh no. You have just stepped inside the trap of a cold, ruthless killer. Wir sind in die Falle gegangen. I presume it might already be too late for you to leave. Wir können nicht mehr gehen. Locked inside the restaurant. There's no way for you to escape. Wir können nicht entkommen. Oh no. There are about 8 animatronics. They're all functioning in different ways. Although there's not enough time to thoroughly explain the way each one works, I can provide a few tips on how to survive. Okay, es werden gleich Animatronics aktiviert und wir müssen Aufgaben erledigen. Okay. Wir sollen auf Geräusche hören. Chica ist im ganzen Restaurant unterwegs. Okay, Freddy müssen wir die ganze Zeit im Auge behalten. Zwei Bonnies. Ah ja, Spring Bonnie und Normal Bonnie. Ah, die Hebel, die Hebel. Und wahrscheinlich Mangle in den Vents, ja. Mangle in den Vents. What you decide to do with all this knowledge is left up to you. Good luck.
Er sagt einfach viel Glück. Ja, danke, Bro. Also wir sind in die Falle gegangen von irgendeinem Psychokiller, der sich jetzt bei uns meldet. Ist es Afton? Er kennt meinen Namen. I want to play a game. Rules are very simple. Survive until 6 a.m. and you win. Bis 6 Uhr überleben. You get to live another day. If you lose, well, I'm sure you can figure that one out. Let me out of here now, you sick fuck! You hear me? Many of my previous participants have been rather unsuccessful. Ja. Wir haben das Potenzial zu überleben, klar. Ich bin Profi. Oh no. Schauen wir mal. Ich soll jetzt einfach bis 6 überleben, oder was? Geht's schon los? Oh, da ist irgend... Was ist das hier für... Was ist das? Sind jetzt schon Animatronics aktiv oder was? Oder wie funktioniert das? Wie viel Uhr haben wir denn? 10 Uhr oder was? Und ich soll jetzt bis 6 Uhr morgens überleben. Hä, hat's alle meine Freunde schon erwischt oder wie? Sind die alle schon Game Over? Kann ich mich irgendwie ducken? Nee, kann ich nicht. Okay, ja, der Typ am Telefon hat gesagt, ich soll mich in den dunklen Bereichen vom Restaurant verstecken und gut auf Geräusche hören. Ich hab was gehört. Was ist das? Was ist das für ein Sound? Da kommt jemand. Wer kommt da? Chica. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh Mann, ich muss mich mal kurz im Kreis drehen, Freunde. Meine Maus ist ein bisschen komisch in dem Game. Nicht, dass ich aus Versehen aus dem Spiel tabbe. Okay, ich kann mich in Aktenschränken verstecken. Davon sind hier ja genug. Ich mach den hier schon mal auf. Es ist nur die Uhr, die rot leuchtet. Okay. Schauen wir uns mal um. Junge, Junge, Junge. Oh, die Puppet-Bühne ist zu. Heißt das, Puppet ist aktiv? Also Puppet wird erst noch aktiv, meine ich. Da kommt jemand. Okay, wir haben jetzt erst 11 Uhr abends. Und... 12 Uhr. Sehr gut. Warte, ich gehe einfach in den Schrank hier. Ich gehe einfach in den Schrank. Was wollen Sie denn machen? Mich aus dem Schrank holen? Vergiss es. Ihr kriegt mich nicht. Was war das für ein Geräusch? Oh, das war so ein Hebel, oder? Ah, stimmt. Ich kann gar nicht im Schrank bleiben. Ich muss ja... Chica. Ich muss ja die Hebel umlegen, weil sonst Fredbear kommt. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Was ist denn das da? Was? Ist das Golden Freddy hier? Ah nein, das ist Freddy. Junge. Bro, what the hell? Und das ist ein gecanceltes Game, Bro. Das ist ein komplett fertiges Game, oder nicht? Ich habe mich jetzt gerade nochmal schlau gemacht, Leute. Angeblich gibt es hier ein Tablet, was man noch finden kann. Dann hat man so eine Art Minimap und man kann sehen, welche von diesen Hebeln aktiviert oder deaktiviert sind, damit man sich hier einfacher zurechtfindet. Oh, dieses Hupen. Wir haben das eben auch gehört. Das ist schon ein Hebel, der deaktiviert ist. Deswegen kam eben Fredbear auf einmal so schnell.
Warte, wo liegt dieses komische Tablet-Ding? Das liegt hier irgendwo. Im. Jo, wir haben es bis 11 Uhr geschafft. Dankeschön. Das liegt hier angeblich irgendwo im Regal. Oh. Oh, shit, shit, shit. Warte, hier oben ist erstmal so ein Hebel. Moment, 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 Moment. Zack. Ich wusste, dass der hier ist. Okay, und der war deaktiviert. Also die hupen so, wenn die deaktiviert sind. Also wenn wir irgendwo so ein Geräusch hören, wissen wir, yo, Mist, da müssen wir vielleicht mal schnell hin. Okay, wo würde ich mich verstecken, wenn ich ein Tablet wäre? Wo würde ich mich dann hinlegen? Oh, Freddy, hi. Hi, hi. Wie schnell bewegt denn der sich? Alter, war das laut. Mich übel erschreckt. Okay, Freddy ist da über einen Stuhl gelaufen. Let's go. Bonnie chillt da. Okay. Wir haben schon bis 12 Uhr überlebt. Profi, let's go. Oh. Ich höre einen Hebel. Wo? Hier drüben. Hier drüben. Ah! Nein! Oh mein Gott. Okay, okay. Moment mal. Bonnie hat uns erwischt. Gut, so, das startet hier jetzt einfach neu. Wo kann dieses Tablet spawnen? Ich habe nämlich bei anderen YouTubern reingeschaut, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das hier alles richtig mache. Oh, wir skippen den Call, easy. Und bei Fusion lag es zum Beispiel hier. Fusion hat es einfach hier liegen. Aber wo kann das denn noch sein? Weil offensichtlich liegt es bei mir nicht in dem Schrank. Moment, ich muss mich nochmal kurz im Kreis drehen. Meine Maus ist irgendwie als außerhalb vom Game. Ist mega nervig, wenn ich dann klicke. Ist, warte, F, Interact? Achso, ist so ein Schrank zum Öffnen. Ich dachte schon, ich kann was einsammeln. Okay, Chica ist hier vorne unterwegs und schaut sich um. Hallo, Chica. Wo willst du hin? Bestimmt nicht in meine Richtung, oder? Nö. Ha. Chica? Warte, ich höre schon so einen Hebel. Ist das hier vielleicht Fredbears Raum, der so zugenagelt ist? Könnte sein. Okay, Chica rafft gar nichts. Oh, die Hebel sind random. Ich dachte gerade schon, es sind vielleicht immer die gleichen Hebel. Oh, ich renne einfach hier runter. Ripperino! Ist es direkt der Hebel hier unten? Hier! Lol. Okay, aktiviert. Ich brauche dieses Tablet. Auf diesem Tablet kann man alles sehen. Die ganze Map. Man kann sehen, wo irgendwas ist. Also so ein Hebel. Und hi, Freddy. Freddy, hi. Bist du ein Süßer eigentlich? Bist du ein Feini? Schon, oder? Du, ja, der ist aber nicht so schnell, ne? Freddy ist nicht so... Oh, oh, Leute. Oh mein Gott, jetzt ist mein Game komplett kaputt mit der Maus. Üble Nummer. Okay. Wir müssen dieses Tablet auf jeden Fall finden. Ohne das Tablet kann man es auch sein lassen. Ich sag's euch ganz ehrlich. Also, okay, jetzt ist hier hinten der Hebel. Bonnie ist aktiv, okay. Bonnie wird also um 12 aktiv. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Zwischendurch merkt man aber schon, dass es doch eine gecancelte Version ist. Wir haben keine richtig animierten Jumps. Liegt hier nicht das Tablet? Nee. Ist einfach nur ein Bildschirm. Wir haben keine richtig animierten Jumpscares. Meine Taschenlampe geht nicht. Wir haben unten links eine Batterieanzeige, aber... Ja, perfekt. Wieder aus dem Game rausgetappt. Danke. Wir haben nämlich auch keine Controls oder so. Das ist halt... dumm. Oder schlecht, besser gesagt. Nicht dumm, aber schlecht. Kann das Tablet vielleicht hier drin sein? Hallo? Tablet? Nope. Hier ist es nicht. Perfekt. Danke für nichts. Oh. Ein Uhr nachts. Ich höre einen Hebel. Oh Mist, aber ich weiß nicht. Bonnie ist in dem Raum, glaube ich. Oder irgendwer anders. Keine Ahnung, wer jetzt alles... Da war Foxy! Oh shit. Wie funktioniert Foxy? Oh, Bonnie kommt. Rip, 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 rip. Freddy, hi.
Ich wollte gucken, wo er hingerannt ist. Ich wollte sagen, Bro, wo ist er hingerannt? Aber er war da. Er war da. Oh, Leute, hier ist es. Hier ist es. Hier ist das Tablet. Das können wir einsammeln. Und jetzt... wir sehen sogar... Der rote Punkt müsste Chica sein. Der rote Punkt müsste Chica sein. Und wir müssten eigentlich auch sehen, wenn da jetzt Hebel deaktiviert werden. Ich habe gerade eben nochmal in den Game-Files geguckt. Da gibt es sogar eine kleine Spielanleitung, wo auch nochmal genau erklärt ist, was auf diesem Tablet alles zu sehen ist. Und was wir zu tun haben, um die Nacht zu überleben. Also es werden immer mehr Animatronics aktiv. Es gibt scheinbar noch eine zweite Phase ab 4 Uhr morgens, wo es nochmal viel, viel gefährlicher wird. Und das Ding in den Vents ist nicht Mangle. Das ist irgendwas anderes. Was genau? Keine Ahnung. Es heißt in den Game-Files Endocluster. Also keine Ahnung. Irgend so ein Zusammenschluss aus verschiedenen Endoskeletten oder so. So klingt das. Auf jeden Fall scheint es ein brutal gefährlicher Ort zu sein hier. So, und habt ihr jetzt gesehen, ne? Das war der Hebel. Der war ja auf der Map zu sehen. Ja, oh, da ist Foxy. Keine Ahnung, wie Foxy funktioniert, ne? Ich glaube, der rennt über die Map und versteckt sich random. Wir müssen aufpassen, dass wir ihm nicht über den Weg laufen. So sieht es zumindest aus. Ich meine, eben hat er sich einfach hier hinten im Büro versteckt. Und als er uns dann gesehen hat, hat er uns angegriffen. Das heißt, Foxy, wir bleiben am besten in Bewegung und gehen ihn aus dem Weg. Ich meine, mit diesem Tablet, ich weiß nicht, was man alles hier sehen kann. Ob man jede Animatronic sieht, aber wir sehen schon mal eine ganze Menge. Das ist schon mal nicht verkehrt. Oh, hi Freddy. Freddy sehen wir nicht. Freddy sehen wir schon mal nicht auf der Map. Sehr gut. Toll. Okay. Dann, oh, da oben ist ein Hebel ausgegangen. Du bleibst hier gefälligst. Chill, fass mich bloß nicht an. Ich laufe schnell rüber zu dem Hebel. Der ist hier drüben im Gang. Chica läuft hier unten lang. Kann uns aber egal sein. Okay. Jetzt ist Bonnie aktiv. Seht ihr den lilanen Punkt? Bonnie ist jetzt mit aktiv. Okay, gut, warte. Ich muss mich nochmal im Kreis drehen. Leute, das tut mir echt leid. Meine Maus geht immer aus dem Spiel raus. Und wenn ich dann klicke, geht das Game zu. Und das können wir uns nicht erlauben. Okay, wir chillen jetzt mal kurz hier. Ich glaube, von hier aus kann ich auch in der Theorie Freddy sehen, oder? Wenn er da unten durch den Gang kommen sollte. Wir chillen einfach mal hier. Ich habe keine Ahnung, was hier die beste Strategie ist. Einfach überleben ist, glaube ich, erstmal die Devise. Da unten kommt Freddy um die Ecke. Seht ihr? Der alte Stinkstift. Okay. Aber wir machen uns mal keine Sorgen. Den schnappen wir uns. Oder wir gehen ihm easy aus dem Weg. Schnappen tut wenn dann er uns, aber... All good, all good. Okay, jetzt gleich müsste Foxy aktiv werden. Ich mach das wieder aus. Ich laufe wieder nach oben. Ich glaube, hier oben zu verstecken... ist sogar ganz gut. Ist sogar ganz gut. So, was hat er jetzt gesagt? 2 Uhr nachts, ne? Haben wir jetzt. Okay, wir chillen mal kurz hier. Hier oben einfach. Man kann übrigens noch Cheats aktivieren in dem Game. Aber das sind jetzt keine Cheats, dass wir mega krass cheaten können. Und wir müssen das Game einmal durchspielen. Also wenn wir das Spiel durchgespielt haben, können wir noch Cheats aktivieren. Mit denen können wir uns dann noch in Räume reinhacken und so weiter. Da gibt es so einen God-Mode. Wir können uns teleportieren. Wir können Zusatz Secret Animatronics aktivieren. Und es gibt noch einen extra schweren Modus. Also keine Ahnung, warum die das nicht weiterentwickelt haben. Ein krankes Game. Richtig gut. Okay, ich weiß, wo der nächste Hebel ist. Ich laufe schon mal los. Ich glaube, am besten gehe ich hier unten rum, oder? Oh, ich muss auf die Vents aufpassen. Ah! Okay, der hat uns nicht angegriffen. Oh, Spring Bonnie ist aktiv. Und Normal Bonnie ist aktiv. Shit. Lass mich rein! Nein! Oh, wow. Okay. Ey, Freunde, wir machen Folgendes. Ich werde das Game in einem Stream weiterspielen. Oder wir machen nochmal ein extra Video. Lasst einen dicken Daumen nach oben da, wenn ihr das sehen wollt. Heute Abend Merch Drop, 18 Uhr. Seid live im Shop mit dabei. Und wir sehen uns dann. Macht's gut. Und bis dahin.